Ja, liebe Freunde, danke fürs Wiedereinschalten zum nächsten Part mit Schalke. Interessanterweise wollte ich ja eigentlich jetzt bis zum 1. Juli vorspringen, damit wir wirklich cool neu in die Saison reinkommen können, ganz frisch am wichtigsten Tag des Jahres. Jetzt haben wir den 10. Juni. Ich habe diese E-Mail hier bekommen von unserem Sportdirektor und habe mir gedacht, da müssen wir reinschauen. Und zwar geht es um diesen Innenverteidiger aus Norwegen, Hakon Rösten. Mich hat er unfassbar angesprochen und ich habe gesehen, rein finanziell Angebot von Ajax 3,8 Millionen. Naja, eigentlich brauchen wir noch einen Innenverteidiger-Ersatz, der vielleicht eben auch das Zeug hat, in Zukunft bei uns Stammspieler zu werden. Und das hat er. Interesse an Transfer sehr zweifelhaft. Probieren wir es. Gewisses Interesse. Okay, ich werde jetzt nicht versuchen runter zu verhandeln. Aber tatsächlich, Janice kommt ja auch zu uns, das habe ich ganz vergessen. Tatsächlich wäre der schon unfassbar cool. Und jetzt müssen wir mal schauen, was Ajax denn fordert. Was Rosenborg fordert, weil die haben jetzt 3,8, glaube ich, von Ajax bekommen, kriegen es von uns mal 4,2. Und dann schauen wir mal. Das geht bei ihnen nämlich bis zu 5 Millionen rauf. Problem ist, ich glaube, dass wir da trotzdem nicht mithalten können, weil Ajax anscheinend für ihn interessanter ist. Gut, das Talent Jan, das nicht wirklich das Zeug hat bei uns für die erste Mannschaft, haben wir nach Basel verkauft. 20% Weiterverkaufsoption, das heißt, Weiterverkaufsklausel, das heißt, da können wir vielleicht mit verdienen. So. Gut. Adriciani ist nicht glücklich wegen dem Versprechen. Vergessen Sie einfach, dass ich es angesprochen habe. Das ist gerade cool von ihm, wie er da reagiert. Tatsächlich ist das eben auch ein Hauptgrund, weshalb ich Matriciani aussortiert habe im Endeffekt in der Rückrunde, weil er einfach jetzt sportlich keine wirkliche Rolle spielt, aber auch noch einen hochdotierten Vertrag gefordert hat. Jetzt ist er mal in der zweiten Mannschaft, wird dann wahrscheinlich irgendwann den Verein noch verlassen und ja. Wir sehen hier, dass die dann gerne nach 50 Spielen nochmal 850.000 hätten, das nehme ich gerne an. Bin nur gespannt, ob er Interesse hat. Unglaublich interessiert. Identisches Interesse an einem Wechsel zu Liverpool City. Die sind alle an ihm dran. Okay. Dann gebe ich dem jetzt diese Schlüsselspielerversprechen. Ausstiegsklausel streichen wir. Der Rest bleibt drin. So. Der Rest bleibt drin. Der kriegt auch eine hohe jährliche Anpassung, weil der Junge hat unfassbares Talent und man sieht, wer da sonst so interessiert ist, wenn wir uns da durchsetzen könnten, wäre das der absolute Hammer. Und für ihn, glaube ich, auch der nächste richtige Schritt, weil bei Liverpool spielt er in der U23 und wird verliehen. Also so gesehen, ja. Aufsteiger Hertha und HSV, schön. Das ist natürlich dann cool in der ersten Liga. Da zumindest wieder ein paar Traditionsclubs nach oben kommen, wenn schon die Eintracht erwischt hat. Jetzt möchte ich nochmal kurz nachschauen, weil ich ja Janicek komplett vergessen habe. Ob der jetzt das Zeug hat für den richtigen Backup. Ach, das ist, glaube ich, trotzdem eher einer wirklich für die Innenverteidiger Nummer 4 oder so. Schwierig. Aber bin ich natürlich auch zufrieden. Müssen wir schauen, wie stark genug der wirklich ist. Europäische Vereinsrangliste. Gehen wir hier. Die sind abgerutscht. Unlogisch. Eingewechselt für die Europa League. Also hier sehen wir, mindestens 4 Spieler müssen mindestens 3 Saisons ausgebildet sein bei uns. Da haben wir das Thema auf jeden Fall nicht. Das dürfte kein Problem sein mit den Registrierungen. So, Leverkusen wird am Angebot für Marzen. Das finde ich spannend. So, Altenkirch gewinnt die Wahlen. Okay. Okay. Der hat den Vertrag gekündigt. Okay. Und jetzt bin ich gespannt, was sich da noch nachwuchsfördern. Defensiv solide? Konterfußball? Aha, okay. Anfängliches Transferbudget ausschöpfen hätte er gern, aber nur gering.
mindestens 4 Jahresverträge für die besten Spieler. Konkurrenzfähig in der Euroleague, obere Tabellenhälfte. Das passt super. Bin ich zufrieden. Ja, bin ich natürlich gespannt. Bin nur froh, dass wir nicht entlassen werden anscheinend, weil das ist immer das Schlimmste. Hatte ich einmal. So, Aydin hat 5 Minuten gespielt, Oedraogo 90. Top. Hätte gerne einen besseren Vertrag. Jo. Ist okay. Wie lange hat er noch? 227, 700.000. Und er fordert nicht übertrieben viel. Das ist kein Matriciani-Niveau. Stammspieler, okay. Schlüsselspieler. Das ist auch okay. Absolut in Ordnung. Damit haben wir noch eine wichtige junge Personalie verlängert. Wird Schalke in die AE verlieren? Glaube ich persönlich nicht. Lens bietet Pelistri einen neuen Vertrag an. Das wäre, ja, passt von der... Also wenn, dann brauche ich rechts außen einen Linksfuß. Das Zentrum ist ja zu defensiv schwach. Ja. Ja, der Kaderübergang immer wieder interessant. Saisonübergang. Weil es eigentlich auch ein Kaderübergang ist, kann man schon sagen. Ansehen bleibt unverändert. Und Hakon Röstern wechselt zu uns. Das ist der absolute Hammer. Damit bekommen wir ein absolutes Megatalent für die Innenverteidigung. Auf das freue ich mich schon mal sehr. Ist die Frage, ob man dann ehrlich gesagt Holgate noch braucht. Aber das sei jetzt mal dahingestellt. Oedraogo gegen Österreich so 21. Solide gespielt. Und Aydin immerhin 29 Minuten. Und... ja. Ich mag Holgate. Also, warten wir mal ab jetzt. Machen wir mal den Saisonübergang. Gut. Ben Webers Jugendvertrag läuft aus. Das ist halt der nächste Rechtsverteidiger, den, also wir sind da übertrieben aufgestellt, den werden wir nicht verlängern. Tabelle, Platz, das passt alles. Vorstandssitzung zur Diskussion von Verbesserungen. Was hätte man gern? Gehen wir mal kurz auf die Einrichtungen. Da könnte man ein bisschen besser werden. Jugendeinrichtungen, Jugendtraining, sowas in der Art. Oder dass wir einfach mal die Schulden abbezahlen. Leistungsanalysten, kommt mir nicht wieder mit so einem Blödsinn. Gehaltsbudget für Trainerstab wäre auch nicht schlecht, aber ich möchte Jugend besser. Ah, okay. Der neue Vorstandsvorsitzende geht mir jetzt schon auf den Sack. Ah, okay. Gut. Überstimmt mich jetzt schon mit einem absoluten Schwachsinn. Jetzt haben wir mehr Leistungsanalysten. Gut. Ist halt so. Okay. Wir sind jetzt auf jeden Fall in einer neuen Saison. Das heißt, wir müssten jetzt als Europa League Teilnehmer zählen. Das heißt, ich überlege gerade, ob wir ein Angebot für Konrad Harder machen. Weil das ist ein super Talent, junger Däne. Die Frage ist, ob der bereit ist, sich bei uns auf die Bank zu setzen. Boah, das Gehalt. 12 Tore in Dänemark. Der hat doch eine Ausstiegsklausel. Vereine im internationalen Wettbewerb. Ich bin im internationalen Wettbewerb. Also es ist inaktiv, weil die auch international spielen. Okay. Da werden wir, glaube ich, kein Angebot machen. So viel teurer wäre das jetzt auch nicht, aber ich gehe es mal zum 1. Juli vor. Das ist mal das Wichtigste. In 50 Tagen starten wir in den DFB-Pokal. So, Jugendspieler aufgerückt. Das heißt, die sind alle zu alt für die U19. Bedeutet, es sind in der U20, wo sie keine Spiele haben. Das ist natürlich bitter. Ich jage nicht Kevin Trapp. Da kann ich schon mal eine Entwarnung geben. Ich meine natürlich Eintracht, sollte man vielleicht jetzt generell mal reinschauen.
Wer sind denn so die wertvollsten Spieler? Schon ein bisschen was Interessantes dabei. Ansgar Knauf ist zwar Rechtsfuß, aber ja auch wobei Dortmund. Aber an und für sich natürlich nicht schlecht. Christian Listesch, Hugo Larsson. Ist natürlich ein paar interessante Spieler, muss man schon sagen. William Pacho. Es ist ein Wahnsinn eigentlich, wenn man sich so den Kader anschaut und sieht, dass die abgestiegen sind. Schon frech irgendwie. Lorenzo Lucca. Aber gut, ich glaube, wir haben jetzt nicht unbedingt jemanden brauchen. Kriegert, Nantes an Kriegert interessiert. Den werde ich jetzt mal von der Liste streichen, schaut jetzt nicht so interessant aus. Spielplan, wir starten gegen Mainz, haben dann das Derby am 9. November. Also Mainz, Gladbach, Hertha, Leverkusen, Bayern. Aydın mit dem neuen Vierjahresvertrag, damit sollte jetzt mal kein Interesse mehr da sein. Er hat jetzt auch einen neuen Marktwert, das ist gut. Anu Bodem, neuer Dreijahresvertrag. Dörr mit dem neuen Vertrag. Weber hat den Verein verlassen. Ist er jetzt wirklich weg? Ja, passt. Gehaltserhöhungen sind durch. Das heißt, wir haben trotzdem noch ein super Gehaltsbudget. So. Ich freue mich schon so auf die Transferphase, Leute. Ich pack's noch immer nicht. Also mein Ziel, was den Kader angeht, ist, dass wir jetzt auf jeden Fall jede Position doppelt besetzt haben, mindestens. Und dann, dass wir in jedem Mannschaftsteil, das heißt jetzt zum Beispiel Innenverteidiger, Außenverteidiger, zentrales Mittelfeld, Flügelmittelfeld und so weiter, immer vielleicht noch einen hilfreichen Spieler haben für die Breite oder ein junges Talent haben, sodass wir dann im Endeffekt einfach überall gut besetzt sind. Das wäre zumindest mein Ziel. Dann Trainer von den Bayern. Ja, und dementsprechend müssen wir halt einfach schauen, ob wir das mit jungen Spielern von uns auffüllen, den Kader dann, oder ob wir das halt wirklich mit Spielern von extern machen. So, der hat keinen Bock, zu Midtjylland zu gehen, deswegen lehnen wir das ab. Dann Iheanacho von Leicester City wird uns empfohlen, ist aber definitiv zu teuer. Und brauchen wir nicht unbedingt. So, Mitarbeiterverträge haben wir schon gesagt. Top gilt jetzt als Eigengewächs des Vereins. Das ist natürlich auch schön. Leihspieler kehren zurück. Lautaro Blanco. Der Auswahlliste. So, Pelistri sagt Lens ab. Dann Luka Sucic, der wäre ja auch der Wahnsinn. Auswahlliste. Der wäre vielleicht was als Backup von Schallenberg. Angebote zu Testspielen. Nürnberg 2. Liga, 1860 2. Liga und Duisburg 3. Liga. Jetzt müssen wir schauen, samstags, 19. Juli. Dann haben wir Samstag 12. und Samstag 26. Da finde ich eigentlich alles gut. 140.000 bekommen wir hier. Da bekommen wir nichts. Ich habe das angenommen, 26. Juli. Und jetzt ist das weg. Aha, okay. Auf jeden Fall würde ich auch das einnehmen. Ich glaube, dass das falsch steht. Ich glaube, hier steht, ich sie erhalten. Also eigentlich müsste es genau umgekehrt stehen. Wir erhalten 150.000 auf jeden Fall dafür. Die zwei Tests finde ich ganz nett. Leipzig mit einem israelischen Stürmer. Boah, der ist auch stark. Einige interessiert. Gruppenphase der U20 Libertadores. Galatasaray mit einem Angebot für Konrad Harder. Ich würde den so gern holen. Thilo Kehrer zu Monaco. 647.000, cool. Auch nicht schlecht. Was macht eigentlich Draxler? Bei Alali. Auch auf die Auswahlliste, den irgendwann zurückzuholen, wäre ganz cool. Am Ende seiner Karriere. Also jetzt quasi. Na.
Also Ulreich beendet jetzt dann gleich seine Karriere, dann laufen die Leihverträge aus, dann kommen die neuen und dann können wir mal ein bisschen sortieren. Dann werden wir, wenn das Transferfenster offen ist, auch mal einige Angebote abschicken. Also einige Spieler anbieten, das ist mal der erste Schritt. Bei Nübel werde ich noch mal überlegen, ob wir den jetzt vielleicht dann probieren, jetzt am 1. Juli. Weil jetzt, wo wir ein internationaler Starter sind, könnte das für ihn vielleicht doch plötzlich wieder interessant sein. Aber ich warte jetzt den 1. Juli noch ab. Auch wenn der viel Gehalt verlangt, aber ich glaube, eine starke Nummer 1 könnte schon Sinn machen, weil ich glaube, ehrlich gesagt, Torwartposition war das ganze Jahr über unser Problem. Hätten wir einen richtig starken Einser-Torhüter gehabt, dann wäre vielleicht sogar die Champions League drin gewesen in dem Jahr. Also, dann kriegst halt einfach über den Saisonverlauf hinweg 5 bis 10 Tore weniger, würde ich jetzt mal schätzen, grob 5 zumindest, und das wären dann halt schon ein paar Punkte mehr und vielleicht hätte es dann wirklich gereicht, wer weiß. Dieses Leben im Konjunktiv bringt natürlich nichts, aber das möchte ich zumindest ein bisschen berücksichtigen für die Zeit jetzt eben hier, diese Transferphase. So, Salzburg ist hier dran. Ah, deswegen war ich gerade verwirrt, ist irgendwie der gleiche Verein, gleiches Logo. Ja, Dursun wieder zu Blau-Weiß Linz, das haben wir eigentlich vorhin schon besprochen gehabt, da haben sie abgelehnt, aber können wir auf jeden Fall gerne genauso ist machen. Dann haben wir Torschützenkönig der U21, Maximilian Bayer. Ist eh schon auf der Auswahlliste. Dann haben wir Ethan Nwaneri und Diego Sia. Sagen mir beide nichts. Scout ich beide mal. Bin ich mal gespannt. So. 1. Juli. Sehr, sehr schön. 16 E-Mails. Gut. Den geben wir frei. Ah, oh, da haben wir ein paar Klauseln verloren. Wie es aussieht. Wir lassen 5 Spieler ziehen. Sasseris, Engels, Treichel, Ferreira und Pöpperl. Dann laufen hier wieder einige Verträge aus. Das schauen wir uns dann später an. Mitarbeiterverträge auch. So, Finanzupdate, 88 Millionen am Konto, schön. Chartertransferphase. Wird es in den nächsten Wochen irgendwelche Transfers geben? Natürlich sind Neuverpflichtungen denkbar. Also am ersten Tag des Transferfensters sowas zu fragen, ist auch ein bisschen naiv. Gut, Barbosa ab in die zweite Mannschaft und kann ich dann auch wieder nicht anbieten. Das, ich weiß nicht, ob das ein Bug ist, keine Ahnung. Mörkin. Okay, der hat einen Transferwert von 2 Millionen, steht da. Verschiebe ich jetzt auch in die zweite Mannschaft. Ich möchte ehrlich gesagt aufgeräumt haben. Das heißt, dass ich weiß, alles, was in der zweiten ist, kann weg quasi. Brian Lasmey weg. Und ich glaube eben, wenn wir da jetzt ein paar Spieler noch abgeben, das war es eh schon, dann werden wir eben auch noch ein bisschen, gehen wir noch eins weiter, dann werden wir halt schon auch natürlich noch ein bisschen Geld reinbekommen. Sportwissenschaftler nehmen wir einen neuen. Barbosa, warum ich? Naja, weil du keine Rolle spielst. Naja, Barbosa will jetzt für Ärger sorgen. So, jetzt schauen wir in die zweite Mannschaft. Und das wird jetzt sowieso mal riesen, also ein Riesenthema sein. Okay, da scheinen jetzt natürlich auch Leute auf wie Keuter, den ich verfügbar gemacht habe, das müssen wir mal ignorieren. Aber grundsätzlich sind da jetzt natürlich einige drin, die wir jetzt mal verkaufen müssen. Da kommt jetzt mal ein Angebot von der Hertha für Matriciani, so wie es aussieht. JK, mal schauen. Nein, das wollte ich nicht. 1,8 aus Belgien von Saint-Gillois. Dann nochmal Mörken. Köln und Hannover interessiert. 1,3. Okay. Barbosa haben wir momentan sicher nichts. Spielervermittler. Ah, schaut mal. Da kommen Angebote. Das ist schön. Passt. Brian Lasmey hatten wir auch noch nichts. Oder? Nein. 1,5. Kommt schon einiges zusammen. Cissé wechselt sowieso. Das sollte eigentlich schon durch sein. Gut. Dann haben wir hier Ayan, Innenverteidiger. 18 Jahre jung.
Tatsächlich muss man sagen, wäre der von allen, die ich jetzt bisher so in Betracht gezogen habe, fast der interessanteste. Aber ich würde trotzdem sagen, dass wir den vielleicht noch ein Jahr verleihen. Dazu müsste man ihn aber verlängern. Also müsste man natürlich nicht, aber ich würde es gern. Da müssten wir aber alles rausstreichen. Für 5 Jahre. Und dann können wir schauen, dass wir den vielleicht verleihen. Dann haben wir Numbisi. Läuft auch 2026 der Vertrag aus. Hätte ich auch Interesse. Schauen wir auch, dass wir ein bisschen weniger machen. Leihspieler finden. Leihverein finden, das passt eh gut. So, probieren wir es. 4 Jahre. Gut. Dann Osmani. Der ist jetzt eigentlich, sollte er eh in der ersten Mannschaft sein. Da sind einige an einer Leihe dran. Das ist gut. Das werden wir jetzt gleich probieren. Dann nochmal Kerbstis. Zentrales Mittelfeld. Zielstrebigkeit finde ich persönlich nicht gut. Das ist vielleicht einer, wo ich sage, ja, den werden wir vielleicht eher abgeben. Kader, auch nicht uninteressant, 2029, da sind einige an Transfers interessiert, Zielstrebigkeit ist halt echt schwach bei ihm. Aber schauen wir, ob wir ihn vielleicht verleihen können. Dann Siebeking als junger Torhüter, finde ich persönlich auch vom Potenzial her zu schwach. Werden wir jetzt verkaufen. Gashi, solide. Solides Talent. Würde ich aber trotzdem, glaube ich, versuchen, mit 20% Beteiligung am Weiterverkauf zu verkaufen. Amusu wäre auch einer, der nach innen ziehen spielen könnte, hat aber auch ein bisschen zu hohe Konkurrenz. Verlängern werden wir ihn wahrscheinlich eher nicht. Müssen wir schauen. Gibt es momentan auch niemanden, der interessiert ist. Dann haben wir Bartel, den haben wir momentan eh in der ersten Mannschaft. Ja, Likai, den habe ich jetzt schon in die zweite geschoben. Den werden wir verkaufen. Bin eher ein paar interessiert. Und dann haben wir Anu Bodem. Bei dem habe ich den Vertrag verlängert. Da werden wir schauen, dass wir den hier nochmal verleihen. So, und U19. Haben wir halt noch nach wie vor super Talente dabei. Da müssen wir halt, nachdem die alle dort spielen können, würde ich sagen, würde ich die jetzt einfach mal im Moment da belassen. Die sind sowieso schon in der ersten. Der wird verliehen. Da haben wir den Maximilian Arndt. Der braucht noch, also ich würde sagen, dabei bleiben wir jetzt für einen Moment mal. Bin ich gespannt, was da jetzt noch reinkommt. So, drei Neuverpflichtungen. Also wir haben Ezequem, Janicek und Rosten, die wir jetzt alle begrüßen werden. Dann schauen wir sie uns in Ruhe nochmal an. Also Ezequem finde ich persönlich die Sterne-Einschätzung zu schwach. Also ich finde, der hat eigentlich keine Schwächen. Und auch den Marktwert finde ich viel zu schwach. Also finde ich ein bisschen komisch, ehrlich gesagt, aber ist halt so. Flügelverteidiger auf Support, das soll er trainieren. Konzentration, Antizipation, Entscheidungen. Deckungsstellung, Spielentscheidungen, das wäre eigentlich, das würde am meisten Sinn machen bei ihm wahrscheinlich. Dann Janicek. 2,5 Sterne, wissen wir nicht, ob er sich noch verbessern wird. Und Hakon Rösten, der ist halt, schaut euch den Marktwert an. Oh, ist das schön. Ist das schön. Also ganz ehrlich, wenn ich mir das so anschaue, dann werden wir den Holgate, glaube ich, auch eher versuchen abzugeben. Oder halt als Innenverteidiger Nummer 5 nehmen und eher auf die Jungs da setzen. So, Likai, da haben wir schon ein bisschen was. Nehmen wir gleich mal an. Kader, Rückkaufpreis brauche ich echt nicht. Beteiligung am Weiterverkauf 20%. Gut. Das heißt, die neuen Jungs sind da. Also wir haben links Ezequem, wir haben innen Janicek und Rösten. Und dann braucht man eigentlich den Bartel nicht, wenn wir den Holgate hier als Innenverteidiger Nummer 5 haben. Dann wäre die Mannschaft unfassbar gut aufgestellt.
dann werden wir den Bartel jetzt ehrlich gesagt auch eher, das scheint wirklich nicht zu gehen, auch eher abgeben. Dann haben wir den günstig gehabt, viel Erfahrung gebracht und ja, im Endeffekt war das jetzt nicht so schlecht. Jetzt schauen wir uns nochmal Nübel an. Danny Simon wäre halt auch was. Jetzt sind bis 21 Millionen. Da müssten wir halt staffeln. Wir haben 18 Millionen. Wir brauchen jetzt nur noch einen Rechtsaußen. Theoretisch könnte man das ganze Geld für Danny Simon raushauen. Aber dann holst halt einen, und das ist genau das, was ihr nicht wollt, einen und setzt ihn unserem polnischen Torwarttalent vor und verbaust ihm eigentlich den Weg, weil der ist noch ein Jahr jünger. Und das war es dann. Nübel mit seinen 28 Jahren wäre da eigentlich interessanter. Ich versuche jetzt einfach mal ein Angebot zu machen. Ich bleibe einfach mal dabei. Schauen wir mal, was sie fordern. Sie fordern bis zu 5 Millionen circa. Gehen wir mal auf 3. Mit 3 wären sie zufrieden. Gut, das wäre ja grundsätzlich nicht so schlecht. Weil mit 28 ist er auch in einem super Torwartalter, weil wir haben jetzt momentan nur so junge Torhüter. Also ein Erfahrener wäre schon ganz nett. So, können wir noch schauen. Barlock ist ablösefrei. Können wir, glaube ich, von der Auswahlliste streichen. Wer hat noch keinen Verein? Cousins und Alex Meiten. Also bei Cousins stört mich ein bisschen, dass der körperlich so schwach ist. Technisch ist er der Wahnsinn. Ja, schauen wir mal. Gut, das heißt, Torwart brauchen wir. Innenverteidiger Backup haben wir. Das kann ich mal abhaken. Und dann brauchen wir echt noch jemanden rechts außen. Als Backup für Cruz. Schauen wir mal auf die Auswahlliste, wen wir da vielleicht noch haben. Also da wäre theoretisch dieser junge Israeli. Der ist aber Rechtsfuß. Schauen wir mal kurz rechts außen. Zumindest gut als rechts außen. Und allgemein starker Fuß links. Damit hätten wir zum Beispiel Leute wie Luca Waldschmidt. Den würde ich jetzt mal von der Auswahlliste streichen, glaube ich. Dann hätten wir Belumi, junger Algerier, zu teuer. Wenn wir mal nach Magdeburg sortieren. Boah, Cole Palmer. Gut, ich weiß gar nicht, warum ich den auf der Liste habe, ehrlich gesagt, aber okay. Sergio Gomez. Ist halt wieder die Dortmund-Vergangenheit. Aber wer halt rechts außen nach innen zieht, unfassbar. Extrem Interesse. Gelegentlich schon. Ja, der müsste vom Gehalt herunter. Massiv. Ziemlich konstant. Guter Spieler für die zweite Liga. Wer macht denn die Einschätzungen? Also der als Cruz-Backup wäre schon unfassbar frech. Er hat halt Dortmund-Vergangenheit. Er wäre zweimal für die Profis gespielt. Also in Laien? 50% Gehaltsbeteiligung. Stationsspieler? Also eigentlich muss das machen. Damit hätten wir überhaupt keinen Druck. Und ja, hätte ich jetzt kein Problem damit, ehrlich gesagt. Schauen wir mal, ob da noch irgendwas anderes Interessantes reinkommt. Ich schaue jetzt mal kurz wegen deutschen Spielern, die dann vielleicht noch auf der Transferliste stehen. Toni Kroos, Mario Götze. Götze wäre lustig. Toni Kroos, zum Bälle verteilen wäre es irgendwie schon ganz geil, muss ich sagen. Problem ist, glaube ich, das Gehalt. Kann man gar nicht probieren. Turan Calhanoglu von Salernitana. Ich starte mal eine Anfrage, was Toni Kroos angeht.
Wir werden nochmal die Nationalität jetzt streichen. Schauen wir mal, ob da noch irgendwas Interessantes dabei ist. Das sind jetzt alle Positionen. Ah, gibt schon interessante Namen hier. Rechts außen, Hammer, Munir. Vargas von Porto. Brünn Larsen. Jetzt haben die alle Dortmund-Vergangenheit. So, Nübel wurde akzeptiert, ist sehr interessiert. Ich könnte mir nur vorstellen, dass es jetzt am finanziellen Scheitert. 3 Millionen finde ich ehrlich gesagt für einen Stammtorhüter mit seiner Klasse okay. Ausstiegsklausel geht gar nicht, Beteiligung am Weiterverkauf. Boah. Würde ich ehrlich gesagt drin lassen, um einfach das mit dem Gehalt nicht noch weiter in die Höhe zu treiben. Ich gehe jetzt mal auf 3,38, nicht verhandelbar, letztes Angebot, das nimmt er an. Damit wäre er ein absoluter Spitzenverdiener. Nämlich wirklich absoluter Spitzenverdiener. Aber ganz ehrlich, die Frage ist nur, ist der dann nicht unglücklich, wenn ich Ziyech spielen lasse? Oder sollte man Ziyech vielleicht verleihen, dass der irgendwo Stammspieler ist und sich entwickeln kann? Jetzt geht es wieder runter bei ihm. Ist das sauer, wenn ich... Nein. Wäre nicht sauer, okay? Dann setzen wir den vielleicht einfach mal auf die Leihliste. Schauen wir mal, ob das vielleicht was bringt. So. Also Angebot für Gomez wurde angenommen, das Leihangebot. Cousins wird zur Probe trainieren. So, jetzt muss ich noch kurz schauen, weil war nicht Barbosa, konnte ich dann nichts machen, glaube ich. Doch. Passt. Cousins zum Probetraining, ja. Jetzt sind wir von der Zeit her schon wieder am Ende. So, da werden jetzt wurden einige Spieler entlassen. Irgendwie ist da nichts Interessantes dabei, finde ich. Leider. Leider. So, die Leihspieler, die zurückkehren. Genau, Becker. Also, warten wir noch einen Tag, bis die zurück sind. Bei Becker ist nämlich auch so eine Sache, ob wir den in der ersten Mannschaft als Spieler für die Breite lassen. Atmosphäre geht gerade ein bisschen rund. Kann sein natürlich, dass das die Abgänge sind. Augsburg holt Reiz. Hat mich auch gereizt. Leihangebote für einen DA. Rotationsspieler in der zweiten Bundesliga. Ist okay. Geht aber, glaube ich, besser. Also ich finde auch das Finanzielle ehrlich gesagt nicht wirklich gut. 70% Nürnberg. Paderborn. 80%. Ist auch okay. So, Angebote für Kader. Da finde ich das ganz gut. Gewinnbeteiligung beim Weiterverkauf. Kriegen ein Ultimatum. So, Sociedad hätte gerne ein Angebot. Boah. Er gibt ein Angebot für Kral ab. Wie viel haben wir gezahlt? Gar nichts, der kam ablösefrei. Ich muss es ablehnen, aber es steht, dass er unruhig werden könnte. Ich mache es jetzt einfach mal. Angebote für Lasme, alle mit 1,5. Mal kurz schauen. Passt. Muss das jetzt überall reinklicken? Da müssen wir jetzt kurz durch, Leute. Wird eh schon wieder ein bisschen drüber sein, der Part. So. Dann kriegen wir da aber in der Hoffnung natürlich, dass es in der Zukunft. Also hoffentlich in der Zukunft auch noch ein bisschen was dazu. Angebote für Mörkin 1,3. Da wäre Dennis Simon eigentlich wirklich drin. Jeka 1,8, da brauchen wir eigentlich...
Ja, versuchen wir ein bisschen mehr, 2 Millionen. Dann Madrigiani, 2,5, abgelehnt, ernsthaft. Hertha will nur 2,3 zahlen. Karl ist frustriert, möchte zu Real Sociedad wechseln. Problem mit Karl bereden. Boah. Okay. Ich habe gerade zum Schluss noch gefragt, ob er nicht eine Gehaltserhöhung haben will. Davon war er jetzt auch nicht so angetan. Also der könnte jetzt auch noch für ein bisschen Unruhe sorgen. Da bin ich mal gespannt. Vitali Becker ist noch von seiner Leihe zurückgekehrt. Ich würde den ehrlich gesagt einfach im Kader belassen. Für die Breite links hinten. Worst case kann er dort aushelfen. Ja. Ist nicht einfach, Leute. Es ist tatsächlich nicht einfach, aber es macht unfassbar viel Spaß. Vielen Dank fürs Einschalten. Bin gespannt, wie es im nächsten Part weiterläuft, aber sind wir mal optimistisch. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.